Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Matthias Wagner und ich begrüße Sie ganz herzlich zum aktuellen FRM Regionalmagazin. Sie sehen es ja, wir haben unser Studio verlassen und sind zum zweiten Mal in diesem Jahr im Expertmarkt in Freital auf der Wilsdorfer Straße zu Gast. Und nein, das ist nicht die Abteilung, wo sonst die Ventilatoren und mobilen Klimaanlagen stehen. Nein, das ist der Expertmarkt im Umbau. Und warum gebaut wird, das erklärt uns jetzt Konrad Formeller vom Expertmarkt in Freital. Herr Formeller, also ich habe schon gesagt, das ist, wie gesagt, das ist kein Ausverkauf, sondern ein Umbau. Genau so ist es. Wir erneuern einmal die komplette Handyabteilung, PC-Abteilung, Spieleabteilung mit neuen Tischen, neues Laminat, neue Möbel, dass mal ein bisschen neuer Glanz in das Haus reinkommt. Es sind ja trotzdem Kunden hier im Haus, das heißt also bei laufendem Betrieb. Genauso ist es. Bei laufendem Betrieb ist immer ein bisschen spannend und ein bisschen anstrengend, dass man dann trotzdem den Laden noch einigermaßen ordentlich lässt aussehen. Deshalb schon mal Entschuldigung für die Kunden, dass es ein wenig da mal was rumliegt, wird man auf der Kamera ja mal sehen. Aber sie profitieren auch davon. Ja, bedeutet es auch besonders günstige Preise bei Expert in dieser Woche? Genauso ist es. Wir haben Räumungsverkauf, weil wir brauchen Platz, wie Sie ja sehen. Wir schieben die Regale hin und her, wir wollen neues Laminat verlegen und deshalb brauchen wir Platz und natürlich Ihre Hilfe. Deshalb gibt es ab sofort spezielle Angebote, zum Beispiel 20% auf alle Ausstellungsgeräte im TV-Bereich, 10% auch auf verpackte Geräte, weil auch im Lager brauchen wir natürlich Platz. Und auch auf Kühlschränke, Handys, Notebooks wird es spezielle Angebote geben, aber dazu mehr in unserer Werbung und im Internet. Ja, wir reden gleich noch weiter und bevor Sie, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, losrennen zu Expert, schauen Sie sich erstmal ganz in Ruhe unseren ersten Beitrag an, denn dort gibt es die Auflösung unserer Wo-bin-ich-Frage von dieser Woche. Und ich mache mich jetzt direkt auf den Weg nach Dorfheim. Und zwar mit meinem Subaru Forester. Und ich stelle Ihnen das Auto jetzt gleich erstmal kurz vor. Passt doch, oder? Also auf nach Dorfheim. Echte Belastbarkeit ist eine Mischung aus Bescheidenheit, Stärke und Ausdauer. Der Subaru Forester hat diese Eigenschaften verinnerlicht und spiegelt sie in seinem markanten Design wider. Robuster und gleichzeitig moderner als je zuvor ist der Forester mit seinem elegant gestalteten Äußeren, das seine ausgewogene Leistung gebührend unterstreicht, ein wahrer Blickfang. Auch abseits von gut ausgebauten Straßen kann der Forester punkten, dank Bodenfreiheit und Allradassistenzsystem X-Mode. Das verleiht dem Forester einen Extraleistungsschub zur Überwindung möglicher Hindernisse. Auch die Innenausstattung punktet mit hochwertigen Materialien. Infotainment, Audio und Navigationssystem, alles ist übersichtlich und gut bedienbar angeordnet. Hier fühlt sich der Fahrer sofort wohl. Sicherheit wird bei Subaru von jeher großgeschrieben. Mit EyeSight bekommt Sicherheit im Fahrzeug eine neue Dimension. Wie ein zweites Augenpaar überwachen die zwei Objektive der Stereokamera von EyeSight das Geschehen auf der Straße. Sobald das System eine Gefahr ausmacht, warnt es den Fahrer und bestätigt im Ernstfall sogar die Bremse. Das sind nur einige Eigenschaften des neuen Subaru Forester. Erleben Sie ihn auf der Straße und im Gelände. Er bietet Ihnen nun ein noch besseres Fahrgefühl und überzeugt mit seiner veredelten Haptik und Optik innen wie außen. Egal, wo es hingeht, mit seiner Vielseitigkeit und seinem bemerkenswerten Auftreten ist der Forester bereit, die Welt zu erobern. Vielleicht erobert er auch Sie. Sie sollten ihn auf jeden Fall einmal testen in Ihrem Autohaus Siebeneicher in Dippoldiswalde, Gewerbegebiet Reinholzheim. Jetzt sind Sie da, die aktuellen Angebote im BHG Bauzentrum Reinholzheim. Günstige Preise für Haushof, Garten und Gewerbe. Zum Beispiel Garnitur Nancy für nur 599 Euro oder Einkochautomat mit Thermostat mit oder ohne Hahn ab 84,99 Euro oder Gartentischdecke ab 8,99 Euro. Wenn's gut werden muss. BHG Bauzentrum Reinholzheim, Ihr Fachmarkt für Haushof, Garten und Gewerbe. Am 12. und 13. Juli steigt das 11. Open-Air-Event Malter in Flammen 2019 und bietet euch ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm für Jung und Alt.
Am Freitag starten wir mit der Schlagernacht im Strandbad Paulsdorf mit Anthony Weiss und Sophia Venus live auf der Bühne. Im Strandbad Seifersdorf steigt mit Wenka Wenka Deutschlands größte 90er und 2000er Party. Der Samstag lockt tagsüber mit einem bunten Programm mit Hitradio RTL Kinderaktionen. Zum ersten Male findet im Rahmen der Veranstaltung unser Lauf rund um die Talsperre Malder statt. Am Abend zogen in Paulsdorf Tom Twist mit echtem Rock'n'Roll und die Santiano Coverband Nordstern für Partylaune, bevor um 22.30 Uhr unser alljährliches Höhenfeuerwerk gezündet wird. Im Anschluss sorgt Deutschlands bekannteste Rammstein-Coverband Stahlzeit für einen rockigen Ausklang des Abends. In Seifersdorf lädt am Samstag die Original Fürsters Bowle Party mit Jeff Rock und den Brothers Incognito zum Feiern ein. Am gesamten Wochenende finden auch unsere Freunde des Mittelalters im Freibad Malder ganztägige Unterhaltung mit Musik, Feuerkünstlern und altertümlichen Marktständen. Für das Erreichen der Veranstaltung stehen Ihnen Bus-Shuttle sowie Großraumparkplätze kostenfrei zur Verfügung. Für den Boot-Shuttle ist allerdings ein kleiner Obolus zu entrichten. Ebenfalls sind Kinder bis 14 Jahre vom Eintrittspreis befreit. Seien Sie unsere Gäste. Wir freuen uns auf Sie. Geschichten aus der Stadt- und Bärenapotheke Freital mit Professor Tatze. Der Urlaub war ja so schön. Ach, wenn nur nicht dieser Durchfall wäre. Ich hätte nicht so viel Eis essen sollen. Beim nächsten Mal vergesse ich nicht meine Reiseapotheke. Ich sage Ihnen was. Gut, dass es eine Apotheke gibt. Bitte bleiben Sie gesund. Das wünscht Ihnen Ihr Professor Tatze von der Stadt- und Bärenapotheke Freital. Herzlich willkommen bei Wo bin ich? Dem sommerlichen Ratespaß bei FRM TV. Exklusiv präsentiert vom Autohaus Siebeneicher Dippoldiswalde, Gewerbegebiet Reinholzhain. Drei starke Allradmarken unter einem Dach. So, ich sage herzlich willkommen zur Auflösung der zweiten Wo-bin-ich-Frage. Und letzte Woche stand diese Lore hier auch schon da. Die haben wir natürlich nicht gefilmt, sonst wäre es ja zu einfach gewesen hier. Wir sind am Aurora-Erbstollen in Dorfhain. Alle, die das auf ihrer Karte, auf ihrer Mail stehen haben oder die mitgespielt haben, die können sich Hoffnung machen auf einen Gewinn, und zwar auf ein Essen für zwei Personen. Wo, verraten wir gleich, und auch wer das ist. Und jetzt wollen wir erstmal sehen, was es alles zu entdecken gibt im Aurora Erbstollen. Ich bin dort hier unten verabredet und ich denke, Sie kommen mit. So, und jetzt muss natürlich niemand denken, wenn er den Aurora-Erbstollen besucht, dass die Männer ständig auf ihn warten hier in diesem tollen Habit. Nein, sie haben sich extra für uns heute so schick gemacht. Hallo, Sie sind daher? Da Musbach. Hallo, Glück auf. Herr Schmieder. Ja, meine Herren, Sie sehen ja alle schick aus, alle beide, ganz toll. Das ist ja nun eine Vereinsarbeit, was Sie hier betreiben. Ne? Also ein rühriger Verein hält dieses, ist es ein technisches Denkmal das am, ist am Laufen? Ein Besucherbergwerk, ja. Seit 1989 hier in Betrieb, im Tal der Wildmeiseritz. Jetzt kann man sich natürlich wenig darunter vorstellen. Was sehe ich denn in einem Bergwerk? Einfach nur einen dunklen, langen Gang? Ja, so ist es nicht ganz. Es ist ein Gang, ist richtig. Es ist ein Stollen, den wir hier vor uns haben, der Aurora-Erbstollen. Man muss sich das so vorstellen, die Bergleute haben den Stollen in den Berg hineingetrieben, um nach Erz, hier nach Silbererz zu suchen. Es ist ja nun, ich habe ja in der Anmoderation gesagt, es ist ein Teil dieses Bergbau-Lehrpfades entlang der Wilden Weißeritz. Was sind denn jetzt die anderen Teile noch dazu? Ja, Sie haben jetzt hier vorne zum Beispiel auch mit Unterstützung der Enso müsste das glaube ich sein, Enso, ne? Ja. Haben wir dort verschiedene Exponate noch aufgebaut, die auch ein Hammerwerk zum Beispiel hier, ne, wo man sich das angucken kann, wie das Erz praktisch zerkleinert worden ist. Ne?
Und auch andere Stollen sieht man, teilweise die Mundlöcher. So, wenn ich jetzt mutig bin und will in den Stollen rein, ich habe gehört, eine halbe Stunde dauert ungefähr so eine Führung, ist das richtig? Die Führung dauert zwischen einer halben Stunde und 45 Minuten, wird geführt, sie werden hier eingekleidet mit einer Jacke, einem Helm und auch ein Geläusch, das ist Vorschrift. Und dann geht es auf Tour, was dann die ortskundigen Führer durchführen. Das heißt also, im Verein gibt es Leute, die sich genau mit der Bergbaugeschichte auskennen und dann auch diesen Ort genau erklären, wo wir gerade sind, dann drin. Das ist richtig. Wir haben richtig ausgebildete Bergführer, die hier im Stollen dann den Stollen so vorstellen, seit 1500 in etwa, wie das so sich entwickelt hat. Wir wollen das natürlich auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern etwas näher bringen. Gibt es für mich auch die Möglichkeit, reinzugehen, wenn es mal 5 Minuten? Das könnten wir organisieren. Da haben wir hier den Bergkameraden Krause da. Mit dem könnten Sie gerne mal eine Runde drehen in unserem Stollen. Gut, wir haben es ja gerade gesehen, es waren jede Menge Besucher hier. Ich müsste mich jetzt noch einkleiden. Helm, richtig. Lampe und genau. Ein Regencape. No? Genau. Mache ich. Und dann können Sie losmachen. Gut, dann erstmal vielen Dank und viel Erfolg für den Verein. Dankeschön. Klick auf. Ich darf Sie erstmal recht herzlich im Aurora Erbstall mit einem Glück auf begrüßen. Ich möchte eingangs darauf hinweisen, wir sind kein Schaubergwerk im klassischen Sinne, sondern wir nennen uns Besucherbergwerk. Besucherbergwerk deshalb, bei uns ist die Sohle, das heißt der Fußboden, nicht betoniert. Es ist kein, ich sag mal, roter Teppich ausgerollt, kein rollstuhlgerechter Zugang. Und außer einer Handlampe gibt es auch keine elektrische Beleuchtung hier drin. Deswegen müssen wir immer etwas auf den Fußboden achten und dass wir nicht stolpern, dass wir nicht in eine Pfütze treten und ja, wollen wir losgehen. Also meine Frage, wie original ist denn das hier, was wir sehen oder wie alt? Die Anfänge des Bergbaus hier gehen auf das 16. Jahrhundert zurück. Das heißt, wir haben teilweise mittelalterliche Strecken hier drin. Das meiste, was wir hier sehen, ist aber aus der letzten Betriebsperiode, also aus der Zeit 1792 bis 1894 in etwa. Okay. Das heißt, die größeren Räume. Ist das jetzt auch eine Sache, wo man ein bisschen Mut braucht, hier reinzugehen, oder kann das jeder? Im Grunde genommen kann es jeder. Also ich sage mal, wir haben keine Leitern zu bewältigen, wir haben keine Höhenunterschiede zu bewältigen. Jeder, der ein kleines bisschen geradeaus gehen kann, wer älter als 7 Jahre ist und möglichst nicht unter Platzangst leidet, der kann auch bei uns unser Bergwerk besuchen und das sehen, was wir heute uns hier anschauen. Und wie gesagt, er kann auch viel lernen. Lassen Sie mich mal ein Stück durchgehen, denn es geht ja auch um ein bisschen Bildung. Was haben wir denn hier? Sie haben jetzt hier verschiedene... Ja, wir haben hier also ständig wechselnd eine Ausstellung. Diesmal diverse Gesteine, Minerale, vorwiegend, muss ich sagen, aus dem sächsischen Raum. Es sind noch wenige. Ich sehe gerade hier Kalzit, Italien. Die meisten unserer Gruppenmitglieder, die sind natürlich Sammler von Steinen und bringen natürlich auch hier immer etwas Abwechslung in die Ausstellung rein. Ich sag mal, des Weiteren haben wir hier vielleicht noch Bierflasche, was wir hier in Versatzmassen in der Grube gefunden haben, die davon zeugen sollen, dass auch die Bergleute in der Vergangenheit schon zu leben wussten und das trotz ihrer Armut. Die kleine Flasche hier, das kann ich vielleicht noch sagen, da ist nicht das drin, was sie jetzt vermuten gewesen. Das war eine Rübölflasche, also wo die Bergleute, die damals ihre Lampen befüllen mussten, das Rüböl mit sich führten. Und vielleicht hier noch das Messer, das Tscherbermesser, das ist so ein Messer, ich sag mal, das sehen Sie auch sehr häufig bei der Bergparade, da tragen die so eine Tasche und da gucken die Tscherbermesser raus. Das Tscherbermesser diente dazu, sowohl die Zündschnur abzuschneiden, als auch, ich sag mal, ein abgebrochenes Helm, ein abgebrochenes Griff von den Schlägel und von den Bergeisen wieder anzuspitzen, aber auch um die Frühstücksbämme abzuschneiden. Also das wurde alles mit einem Tscherbermesser gemacht. Ja, was haben wir noch? Vielleicht noch so ein Stückchen Bleiglanz. Bleiglanz, muss ich sagen, ist der Hauptsilberträger im sächsischen Bergbau gewesen. Bleiglanz, Bleisulfid. Und in diesem Bleisulfid wiederum befindet sich ein geringer Prozentsatz Silbersulfid. Das Silbersulfid, das war das, worauf unser Bergmann eigentlich aus war. Ja, so ein Stück findet man eigentlich auch nur noch heute in Freiberg, also hier im Aurora-Stollen. Das Glück hat man leider nicht. Jetzt ist mir sofort aufgefallen beim Reingehen, die Temperatur draußen 25 Grad und hier drin eine sehr angenehme Kühle. Ja, 8 Grad, Sommer wie Winter. Also im Sommer angenehm kühl, im Winter bei minus 20 Grad draußen können Sie sich hier drin aufwärmen. Ja. So, ich würde sagen, wir können hier unsere kleine Führung schon beenden. Sie sind ja, wenn die Zuschauer herkommen wollen, natürlich in den Sommermonaten zu erreichen. Ja. Von April bis Oktober. Und dann immer Samstag? Und dann immer samstags von 10 bis 14 Uhr.
So, jetzt wollen wir natürlich auch nochmal an den Gewinner denken von Wo bin ich? Und wer gewonnen hat, das sehen Sie jetzt eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch von uns beiden. Sie haben gewonnen ein Essen für zwei Personen in der Gaststätte zum Erbgericht in Hückendorf. Kennen Sie auch, ne? Ja. Genau, kann man fein essen. So, und damit sind wir schon fertig mit der unserer Wo bin ich Sendung hier unter Tage zum Schluss moderiert. Die nächste gibt es dann Ende August. Also es bleibt interessant, wenn Sie weiter mitmachen wollen. Warten Sie ein paar Wochen, dann geht's weiter. Und wir sagen hier von unter Tage, sagt man so. Glück auf. Glück auf. Ein herzlich willkommen, liebe Zuschauer unseres Regionalfernsehens. Ein herzlich willkommen im Erbgericht in Hückendorf, sagen Grit Kirschner und Olaf Schwalbe. Lassen Sie sich überraschen, was unser Hoteldörfchen hier in Hückendorf alles zu bieten hat. Die Geschichte des Gasthofs zum Erbgericht geht bis in das Mittelalter zurück. Urkundlich wird der Gasthof erstmals 1542 in der Kirchenchronik erwähnt. Viele Wirte hinterließen seither hier ihre Spuren. Heute präsentiert sich der Hotelgasthof zum Erbgericht in einem modernen Gewand. Unser Restaurant bietet Platz für bis zu 70 Personen. Hier wird gute saisonale Hausmannskost serviert. Egal ob festliche Anlässe oder Tagungen, das Restaurant kann nach Ihren Wünschen räumlich umgestaltet werden. Für große Feiern empfehlen wir unseren Saal mit einer Kapazität von 150 Personen. Auch hier heißt es: Wir erfüllen Ihnen all Ihre Wünsche für eine gelungene Feier oder Tagung. In unserer Klause finden bis zu 60 Personen Platz. Hier können Sie den Abend bei einem frisch gezapften Pils ausklingen lassen. Ideal geeignet für kleine Feierlichkeiten bis 20 Personen. Und im Sommer begrüßen wir Sie gern im Biergarten direkt vor der Klause. Ganz besonders stolz sind wir auf unseren Weinkeller. Dieser kam bei Bauarbeiten zufällig zutage. Hier kommt der Weinkenner auf seine Kosten. Lassen Sie den einen oder anderen Tropfen auf der Zunge zergehen. Nur wenige Meter weiter Richtung Tiergarten finden Sie die urgemütliche Tälerschenke. Das ist wohl der ideale Ort für eine ganz besondere Feier mit mittelalterlichem Flair. Wenn Sie in Hückendorf länger verweilen möchten, ist das kein Problem. Das Hotel zum Erbgericht bietet Ihnen Einzelzimmer, Doppelzimmer sowie Apartments für Ihre Übernachtungen an. Für unsere kleinen Gäste richten wir gern Aufbettungen im Zimmer der Eltern her oder stellen ein Kinderbett bereit. Alle Zimmer sind mit gleichem Komfort wie Dusche oder Bad, WC, Haartrockner, Minibar, Telefon und Kabel-TV ausgestattet. Besuchen Sie uns im Hotelgasthof zum Erbgericht in Hückendorf. Ein Haus zum Wohlfühlen. Herzlich willkommen bei Wo bin ich, dem sommerlichen Ratespaß bei FRMTV. Exklusiv präsentiert vom Autohaus Siebeneicher die Poldiswalde, Gewerbegebiet Reinholzhain. Drei starke Allradmarken unter einem Dach. Okay. Ja, kannten Sie den Aroha Erbstall in Dorfan, Herr Formeller? Nee, bis jetzt noch nicht. Das ist eben das Gute bei FRM, man lernt ständig dazu. Und wir sind ja wieder jetzt hier auf der Wilsdorfer Straße im Expert. Es ist ein bisschen wild, sieht es aus, ne? Auch wo ich hier reingekommen bin. Ich habe zum Beispiel die Handyabteilung gesucht, die ist weg, aber sie ist nicht verschwunden. Nee, genau, sie ist nicht verschwunden. Durch den Umbau mussten halt einige Regale ab- und umgesetzt werden, wie jetzt zum Beispiel auch gerade die Notebooks, die sonst vorher immer dort gestanden haben, wo wir gerade eben waren, wo jetzt die leere Fläche war. Deshalb stehen die jetzt hier auf den Geschirrspülern. Also man braucht heutzutage keinen Computer für einen Geschirrspüler, sondern das ist jetzt quasi bloß der provisorische Platz, wo die Geräte gerade stehen. Also man kann ja auch jederzeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ansprechen, um das nochmal zu sagen, es ist alles da. Jawohl, es ist alles da. Es ist auch immer verfügbar, auch wenn Sie jetzt nach einem Gerät suchen, was wir aktuell nicht da haben. Geht natürlich genauso zu bestellen, alles kein Problem, geht nach wie vor wie immer. Halt nur, dass man das ein oder andere Gerät vielleicht im Moment suchen muss, weil man es nicht dort findet, wo es sonst war. Und der Service? Ist nach wie vor da, alle Kollegen sind auch im Moment gerade unterwegs. Durch die starke Hitze natürlich viele Kühlschränke auch ausliefern, die im Moment gerne mal ausfallen. Da sind alle Kollegen da. Hm. Vielleicht erklären Sie mir noch ganz kurz dieser Umbau. Was hat denn der jetzt für einen ganz tiefen Grund?
Also wollen Sie den Leuten mehr Fläche bieten oder mehr Auswahl? Wir wollen mehr Auswahl zeigen, wir wollen die Geräte natürlich besser präsentieren, weil halt einfach die alten Möbel man es nicht ganz so schön präsentieren kann, was zum Beispiel den neuen Smart Speaker angeht. Was kann der mit einem Gerät anfangen? Das ist der Grund. Also es wird interessant auf jeden Fall bei Expert in vielleicht 3-4 Wochen dann, wenn es fast abgeschlossen ist, sollte man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wir reden gleich noch weiter und kommen jetzt natürlich zum nächsten Beitrag. Es gibt ein neues WGF-Magazin und meine Kollegin Nicole Sabo wartet schon sehnsüchtig auf Sie. Heute wird der Stadtteil Heinsberg vorgestellt. Wohnungsgesellschaft Freital MbH präsentiert das WGF-Magazin in Freital Leben bei uns wohnen. Hallo liebe Zuschauer, ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind und möchte Sie einladen, mit mir einen Spaziergang durch den Stadtteil Freital-Heinsberg zu machen. Hier gibt es richtig viel zu entdecken. Unter anderem möchten wir Ihnen den Rundwanderweg Heinsberg mit allen Sinnen und den Heinsberger SV vorstellen. Und natürlich gibt es auch wieder Neuigkeiten aus unserem Unternehmen mit Henrik Eismann. Außerdem vergeben wir heute unseren Blumenstrauß des Monats. Sind Sie neugierig geworden? Dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß beim Schauen unseres zweiten WGF-Magazins. Willkommen in Freital-Heinsberg mit Kossmannsdorf und Eckersdorf. Der Name dieses Freitaler Stadtteils, wo sich Wilde und Rote Weißeritz vereinigen, wurde wahrscheinlich von den Hainbuchen abgeleitet, welche man hier zahlreich finden kann. Zuwanderer aus Flandern, Niedersachsen, Franken und Bayern gründeten in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts ihre kleinen Dörfer wie Kossmannsdorf und Heinsberg. Eine Hainbuche ist ebenso im Ortswappen der Heinsberger Hoffnungskirche zu sehen. Die Kirche ist durch ihre Architektur und Raumausmalung einmalig und liegt in traumhafter Naturkulisse eingebettet. Die Heinsberger Flur hat nicht nur für die Bewohner mancherlei Reize. Die bewaldeten Talhänge laden auch viele Auswärtige zum Verweilen ein. Durch die Weißeritz-Talbahn ist Freital-Heinsberg über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt. Es ist immerhin die dienstälteste öffentlich dampfbetriebene Schmalspurbahn Deutschlands. Am Eingang zum Rabenauer Grund befand sich früher die Kossmannsdorfer Kammgarnspinnerei, im Volksmund Spinne genannt. Auf diesem Gelände, in den ehemaligen Fabrikhallen, befindet sich heute der Weißeritzpark mit zahlreichen Ladengeschäften und Dienstleistern. Keinen Steinwurf entfernt, ebenfalls auf dem Gelände der ehemaligen Spinne, liegt das Freizeitzentrum Heinz. Hier werden den Besuchern die unterschiedlichsten sportlichen Vergnügungen geboten. Heute lade ich Sie ein, einfach mal durch den Heilsberger Park zu bummeln. Unserem Wohlfühlplatz der Woche. Der Heilsberger Park befindet sich auf der Gemarkung Kossmannsdorf, welchen die Wilde Weißeritz durchfließt. Der Leitenweg teilt das Gelände in zwei Teile. Der Name der großzügigen Parkanlage leitet sich vom Freigut Heilsberg ab, welches im Jahr 1370 erstmals erwähnt wurde. Geprägt ist das Gelände durch bequeme Wege und üppiges Grün, die teilweise noch aus der Zeit um 1760 stammen. Darunter 4 Bäume, die als Baumdenkmal ausgewiesen sind. Auch die Steinbogenbrücke im Park ist sehenswert. Freiherr Gottfried Ferdinand von Lindemann ließ 1793 eine Opfersäule zu Ehren des Vorbesitzers August Friedrich Schneiders aufstellen. Kinder, vergesst eures Wohltäter nie. Die 1945 zerstört wurde und seit 2005 als gesichertes Fragment im Park steht. Im südlichen Teil befindet sich die Schule im Park, die zeitgemäß restaurierte Förderschule für geistig behinderte Kinder. Durch den Heilsberger Park führt auch der Rundwanderweg Heinsberg mit allen Sinnen. Hallo Herr Günther.
Es freut mich, dass Sie als Gästeführer Waldgeist und Mitglied der Akteursrunde Heinsberg-Somsdorf uns etwas über den Rundwanderweg Heinsberg mit allen Sinnen erzählen wollen. Wir haben ja jetzt schon eine kleine Runde Aufstieg hinter uns. Wir befinden uns hier auf dem Backofenfelsen. Wie genau verläuft der Rundweg eigentlich? Der Rundweg verläuft praktisch quer durch Heinsberg an verschiedenen historischen Gebäuden und Geländen vorbei. Wir haben hier verschiedene Mühlen, die noch zu sehen sind, die zwar eine andere Nutzung haben heutzutage, aber eben noch existieren und die eine weitreichende Geschichte haben. Also eine zum Beispiel fast 600 Jahre alt, ist schon sehenswert. Und man kann von dem Wanderweg auch noch verschiedene Abstecher machen, zum Beispiel zur Kirche nach Heinsberg, zum Eisernen Kreuz hinter. Ja, und die eine Hälfte, wie gesagt, geht quer durch Heinsberg. Und die andere Hälfte verläuft über den Wald, also durch den Wald, über einen wunderschönen, unbefestigten Waldweg. Na, kann man noch Natur pur erleben. Und während es eben in der Stadt drin um die Geschichte geht, geht es hier mehr im Wald um die Natur. Man kann hier sehr viel entdecken, verschiedene Waldarten, viele verschiedene Baumarten auch auf engstem Raum. Man hat wunderschöne Ausblicke vor allen Dingen auch nach Freital, Botschappel, Pesterwitz oder auch nach Somsdorf oder Richtung Tharandt. Also auch für Fotografen sehr sehenswert. Da gibt es also jede Menge zu bewandern. Richtig. Wunderbar. Wer waren die Initiatoren für ein doch so großes Projekt? Das Projekt ist entstanden aus der Akteursrunde Heinsberg praktisch. Die WGF hat damals zum Jubiläum einen Preis ausgelobt. Und wer das beste Projekt anbringt, sozusagen, der sollte das Geld nutzen können für verschiedene Sachen wie die Ausschilderung. Wir haben hier verschiedene Schilder auch machen lassen können zur Geschichte von einzelnen Gebäuden, vor allen Dingen an den Mühlen unten, an der Egermühle, die wäre dann da vorne, und an der Walzenmühle hier hinten, sieht man vielleicht auch. Da haben wir auch so ein Schild installiert, wo einfach mal kurz aufgelistet ist, wie das Ganze entstanden ist, mit ein paar historischen Bildern dabei. Ja, ist also ein Gemeinschaftsprojekt der Akteursrunde Heinsberg, gemeinsam mit dem Koordinationsbüro Freital. Sie bieten verschiedene Touren an. Ja. Wo können wir Sie finden, wenn wir Lust auf eine umfangreiche Wanderung haben oder eine abenteuerliche Wanderung? So, einfach im Internet nach Waldgeist suchen. Waldgeist Freital, dann findet man mich. Oder auf der Seite Gästeführer Naturerleben Waldgeist. Also es gibt eine Webseite von mir, und wer bei Facebook aktiv ist, einfach mal Gästeführer Freital eingeben, findet man auch meine Seite und das entsprechende Kontaktformular und so weiter. Wir vergeben heute erstmals den Blumenstrauß des Monats, und ich möchte Ihnen heute eine liebe langjährige Mitmieterin vorstellen aus Freital-Heinsberg. Hallo Frau Böhme. Hallo. Hallo Frau Böhme. Frau Böhme, trotz wohlverdienten Ruhestand sind Sie quasi die gute Seele in unserem Haus und helfen, wo Sie nur können. So zum Beispiel nimmt die Frau Böhme von unseren jungen Mitmietern gerne die Pakete entgegen. Das hilft uns natürlich unheimlich, und dafür möchte ich heute einfach mal Danke sagen und vergebe Ihnen erstmals den Blumenstrauß des Monats. Was sagen Sie dazu? Ja, spitze. Schöne Sache, oder? Jetzt habe ich Sie ein bisschen hinters Licht geführt. Ne? Nee, alles und das wunderbar. Ist für Sie. Alles wunderbar. Vielen Dank. Das ist wunderbar, wenn Sie sich bei uns wohlfühlen. Das Doch, ist ganz das große mache ich, Hauptsache. Auf alle Fälle. Wir bei der WGF wünschen uns eine gute Nachbarschaft. Und wenn auch Sie jemanden kennen bei uns im Bestand, der eine gute Seele im Haus ist und Nachbarschaftshilfe leistet, dann melden Sie sich bei uns für den Blumenstrauß für gute Nachbarschaft. Ha.
Hallo Herr Wirth, vielen Dank, dass Sie heute ein bisschen Zeit für unser WGF-Magazin gefunden haben. Sie waren ambitionierter Fußballspieler und sind jetzt aktiv als Mitglied im Verein tätig. Was genau sind Ihre Aufgaben? Waren wir erstmal richtig, genau. Also habe die Schuhe schon an den Nagel gehangen und bin jetzt aber trotzdem noch für den Bereich Fußball zuständig, Nachwuchs- und Männerbereich, und kümmere mich dort um alle Anliegen rund um die Mannschaften im Verein. Okay. Also mit über 1000 aktiven Mitgliedern ist der Verein ja der drittgrößte im Landkreis. Woher kommt so viel Zuspruch? Also das ist eigentlich Stück für Stück gewachsen. Mittlerweile ist es aber so, dass einfach jetzt über viele Jahre sich hier wirklich, speziell auch im Nachwuchsbereich, wahnsinnig gute Arbeit dort etabliert hat. Und wie gesagt, wir sitzen jetzt zwar hier auf dem Fußballplatz, aber wir haben ja auch noch ganz viele andere Bereiche. Wir sind ja ein Mehrspartenverein. Also das heißt, wir haben ja noch die Abteilung Schwimmen mit über 300 Mitgliedern, rhythmische Sportgymnastik, Kindersport, Boxen, Leichtathletik, Tischtennis, Volleyball. Also es gibt da wirklich zahlreiche Bereiche, die da aktiv sind. Und ich denke, dort wird vom Kleinsten bis in den Männerbereich wirklich gute Arbeit geleistet. Und so ist es halt gewachsen zu der mittlerweile doch tollen Zahl über 1000 Mitglieder. Klingt auf jeden Fall vielseitig. Was wünschen Sie sich für den Verein für die Zukunft und welche Hilfen wären dafür noch nötig? Also man sieht ja hier schon solche schönen Taschen zum Beispiel. Ich denke, es ist einer der vielen Partner, die wir haben. Aber die Wohnungsgesellschaft ist zum Beispiel sehr aktiv. Natürlich unsere Jugendmannschaften oder generell den Spielbetrieb auch mit der Ausstattung oder rund um den Spielbetrieb zu unterstützen. Und kostet natürlich auch alles Geld. Ist natürlich für den Verein selber immer schwierig, alles selber zu organisieren oder für die Mannschaften. Und deswegen freuen wir uns natürlich, solche Partner zu haben wie die WGF. Und ja, in der Jugend geht der Sport meistens los. Wenn man ein gutes Fundament aufbauen kann mit guten Partnern, ist das auf jeden Fall wichtig, um dann auch im Männerbereich erfolgreich zu sein. Okay, schöne Sache. Ich bedanke mich für das entspannte Gespräch und alles Gute weiterhin. Gerne. Vielleicht können wir Sie ja bald als unseren neuen Mieter begrüßen. Unsere Wohnung der Woche kann sich sehen lassen. Diese Dreiraumwohnung in Freital-Heinsberg will Ihr neues Zuhause werden. Und damit Sie sich hier rundherum wohlfühlen, bietet Ihnen diese Wohnung die entsprechende Wohlfühlatmosphäre. Über ein schickes Treppenhaus erreichen Sie Ihr neues Zuhause. Treten Sie ein und lassen Sie sich von einem attraktiven Grundriss überraschen. Eine größere Garderobe findet im großzügigen Flur ihren Platz, an dessen Ende sich das niedliche Tageslichtbad anschließt. Genießen Sie nach einem hektischen Tag in der Wanne entspannende Schaumbäder. Gleich nebenan befindet sich das helle Kinderzimmer. Ist der Nachwuchs erst einmal Flügge, kann es auch sehr gut als Gäste- oder Arbeitszimmer umfunktioniert werden. Nun geht es in das Schlafzimmer. Hier ist nicht nur Raum für ein Bett und einen großen Schrank, auch eine große Kommode findet da ihren Platz. Nicht zu verachten ist die Küche. Hier macht es Ihnen sicherlich Spaß, Ihre Liebsten zu bekochen. Zu guter Letzt betreten wir den Wohnbereich. Mit individuellen Ecken und Kanten können Sie hier Ihren Einrichtungsideen freien Lauf lassen. Zusätzlich Stauraum finden Sie zudem im dazugehörigen Keller. Für diese rund 87 Quadratmeter Wohnung zahlen Sie nur 652 Euro Warmmiete. Wir hoffen, Sie sind neugierig geworden. Rufen Sie uns einfach an unter 0351 6526 1952. Wir freuen uns bereits jetzt auf die Wohnungsbesichtigung mit Ihnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir befinden uns hier auf der Oberhausener Straße in einer Einraumwohnung, die wir gerade im Wiederbezug haben. Insgesamt machen wir ungefähr 250 Wohnungen pro Jahr und investieren ca. 1,5 Millionen Euro, damit unsere zukünftigen Mieter einen zeitgemäßen Wohnkomfort vorfinden.
Bei der Umsetzung der Wiederbezugsmaßnahmen setzen wir vorrangig auf lokale Handwerksbetriebe, leistungsfähige Firmen, die, mit denen wir zum Teil schon auch über Jahre, Jahrzehnte zusammenarbeiten. Und ich denke, das sieht man auch an der Qualität, die hier abgeliefert wird bei uns, dass das dann alles in einem ordentlichen Zustand übergeben wird. Also ich bin der Installateur Marco Wetsch, arbeite schon viele Jahre für die WGF und die gute Zusammenarbeit spüren auch die Mieter. Vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei gewesen sind. In unserer nächsten Ausgabe möchte ich Sie in Zaukerode begrüßen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihre Nicole Sabo. Wohnungsgesellschaft Freital MbH präsentiert das WGF-Magazin in Freital leben, bei uns wohnen. Ja, letzte Woche 38 Grad in Freital, also super Temperaturen, das braucht man natürlich auch. Etwas, was ein bisschen Frischluft zufächelt, zum Beispiel hier ein Ventilator. Und trotz Baus sind die ja natürlich auch nicht ausgegangen bei Expert. Bis jetzt noch nicht, wie man deutlich sieht. Wir haben noch welche, auch wenn sie täglich stark abnehmen. Ja. Aber nach wie vor sind noch welche da, die für Abkühlung sorgen. So, Herr Formeller, jetzt wollen wir noch mal ein kleines Fazit ziehen. Bei Expert wird gebaut, die Leute müssen mit Einschränkungen leben, aber sie können auch das eine oder andere Schnäppchen machen. Jetzt sind Sie noch mal dran. Genau so ist es. Also wie gesagt, im Moment entschuldigen Sie leicht für die Unordnung, die ist, auch wenn da mal gesägt wird und es etwas lauter ist. Aber wie gesagt, für Sie lohnt es sich. Aktuell müssten Sie im Briefkasten schon gehabt haben, die Umbauwerbung, wo alle aktuellen Angebote drin sind, wie man wie gesagt sieht, bis zu 20% auf einen Aussteller. Und es sind auch sehr angenehme Temperaturen. Ist bei Ihnen Klimatisierung drin? Jawohl, bei uns ist Klimatisierung. Es herrschen aktuell angenehme 23 Grad. Wir hatten gestern auch die erste Anfrage, ob man bei uns übernachten könnte. Also von daher, Klima funktioniert. Also wenn das mal kein Shopping-Klima ist, und das soll auch unser kleiner Besuch hier beendet sein im Expertmarkt in Freital auf der Wilsdorfer Straße. Gehen Sie hin, machen Sie Ihr Schnäppchen und das natürlich bei wunderbar klimatisierten Räumen. Das ist wunderschön. Und wir sagen jetzt beide tschüss. Tschüss. Schöne Woche und bis zum nächsten FRM Regionalmagazin.